Auch von meiner Seite aus gibt es jedes Jahr einen Rückblick auf die Zeit seit der letzten Jahreshauptversammlung. Dann natürlich auch einen Ausblick, was kommen wird und auch einen Status quo der aktuellen Situation. Wie Sie gemerkt haben, es ist zum ersten Mal eine Jahreshauptversammlung, wo im Grunde genommen der Finanzvorstand bessere Berichte ablesen wird, als ich jetzt gleich im sportlichen Bereich. Von daher gesehen ist wenigstens auf meiner Seite alles in Ordnung, wenn man das erste, oder wenn man das erste Jahr, Halbjahr von 2012 nimmt. Fangen wir mit den Zuschauern mit dem Ticketing an. Wir hatten in der vergangenen Saison einen Zuschauerdurchschnitt von 42.000 Zuschauern. Sie sehen vorne dran noch die erste Bundesliga-Saison, also leichten Rückgang, und liegen aktuell bei 30.584. Bei den Dauerkarten gab es zwischen den zwei Bundesliga-Saisons eigentlich nicht so einen großen Unterschied. Jetzt sind wir bei 17.870. Die Stadionauslastung können Sie auch selbst erkennen. Und unsere Auswärtsfahrer, das ist sehr bemerkenswert, sind natürlich auch in der zweiten Liga unwahrscheinlich aktiv. Wir haben da bisher Gott sei Dank auch allen Wünschen Rechnung tragen können. Wir haben beim FSV Frankfurt noch ein erhöhtes Kontingent herausschlagen können und haben jetzt nur bei St. Pauli nicht alle Wünsche erfüllen können, so wie sie gefordert waren. In der Abteilung Ticketing liegt auch die Mitgliederverwaltung. Hier haben wir im letzten Jahr unser Mitgliedsstand um 700 Mitglieder erhöhen können und haben aktuell 18.055 Mitglieder beim 1. FC Kaiserslautern. Fritz hat es eben schon angedeutet, in der Vermarktung war von Sport 5 vor der Saison vorgegeben, dass der realistische Fall ungefähr 7,8 Millionen an Vermarktung bringt, der günstigste Fall, dieser Best Case, 8,3 Millionen. Unten drunter haben Sie die Vergleichszahlen zum damaligen Stand in der Aufstiegssaison aus der zweiten Bundesliga. Und so können wir feststellen, dass wir aktuell mit 8 Millionen, knapp über 8 Millionen, sehr gut mit dastehen. Wir haben einen Plus gegenüber der letzten Zweitligasaison und liegen im Gesamtumsatz 240.000 Euro über diesen realistischen Fall, den wir uns ausgerechnet haben. Es fehlen noch 260.000 Euro, um den bestmöglichen Fall eintreten zu lassen. Und ich denke, wenn die Mannschaft weiterhin so spielt, wenn wir dann weiter Begeisterung wechseln können, erwachen können, dann werden wir dieses Ziel auch erreichen können. Bei unseren Partnern ist eigentlich nicht sehr viel verändert. Sie sehen, dass wir insgesamt 43 Partner haben. Im Jahr davor waren es 44. Neben unserem offiziellen Hauptsponsor Allgäuer Latschenkiefer, wo wir auch später bei einzelnen Aktionen, die wir zusammen durchgeführt haben, nochmal drauf zurückkommen. Ein Hauptsponsor, wie man sich wünschen kann, ist natürlich unser Ausrüster Ruhlsport oben in der Sponsorenpyramide. Wir haben dann unsere 7 Exklusivpartner. Diese Anzahl hat sich nicht verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Wir haben 10 Betze-Partner. Dort hatten wir im letzten Jahr 13. Wir haben 26 Herz-der-Pfalz-Partner. Dort hatten wir letztes Jahr 24. Und unsere kleine Teufelsbande hat mittlerweile auch schon 6 Partner, die sie unterstützt. Also können wir festhalten, wenn man davon ausgeht, dass im letzten Jahr von den 58 Sponsorenverträgen in diesem Bereich 46 ausgelaufen sind, war das sicherlich eine starke und eine schwierige Aufgabe für Sport 5. 21 Verträge konnten verlängert werden. Ein Upgrade gab es vom Betze-Partner zum Exklusivpartner, das war MAN. Und 10 Partner konnten neu hinzugewonnen werden. Von daher gesehen sind wir ungefähr beim gleichen Stand, wie wir im realistischen Falle uns ausgerechnet haben, beziehungsweise leicht unten drüber. Bis zum Best Case haben wir noch ein klein bisschen Arbeit vor uns. Etwas anders hat Fritz auch immer angedeutet, sieht es aus beim Hospitality oder im Hospitality-Bereich. Hier haben wir von der Vermarktung her, wie Sie hinten dran sehen können, sind wir zwar ungefähr auf demselben Niveau wie in der Aufstiegssaison. Wir haben uns dann aber in der Vermarktung, zumindest mal in der Nordtribüne, 75% Auslastung vorgenommen, liegen dort jetzt ungefähr bei 70-71%. Und von daher gesehen hoffen wir auch da, dass wir noch mit ein paar Partnern und VIP-Tickets
unser Ziel erreichen werden. Was sich gezeigt hat, ist, dass die Museumsloge keine Nachfrage oder ganz wenig Nachfrage hat in der zweiten Bundesliga. Deswegen haben wir die als Hospitality-Raum geschlossen. Sie ist jetzt eine Eventloge, die entweder von Firmen gebucht werden kann zum Spiel oder eben auch für eigene Veranstaltungen. Und somit können wir dann auch an der Stelle festhalten, dass damals die Entscheidung richtig war, den Nordturm, also den Turm zwischen der Nordtribüne und Osttribüne, noch nicht für Logen oder sonstige Hospitality-Räume auszubauen, weil wir, vor allem wenn wir abgestiegen sind, nicht den Bedarf haben und nicht die Nachfrage nach diesen Hospitality-Plätzen. Insgesamt können wir dann als Zwischenfazit ziehen, wie eben schon ein paar Mal bemerkt, dass der realistische Fall, der prognostiziert wurde von Sport 5, ist eingetreten. Wir sind leicht drüber, wir sind auf dem Weg dahin, das Best-Case-Szenario zu erreichen und sind froh, dass uns dann doch auch nach ein paar Wochen der Enttäuschung so viele Partner auch in die zweite Liga gefolgt sind. Das ist sicherlich dann auch in erster Linie Marc Hasenzahn und seinem Team von Sport 5 zu verdanken. An der Stelle wie immer das euch gebührende Lob. Dankeschön. Merchandising, also der Umsatz unserer Fanartikel, hatte ein sehr gutes Ergebnis, vor allem wenn man dann auch unsere Stimmung in den letzten Monaten vor dem Abstieg bedenkt. Da sind wir zu einem Ergebnis von 2,8 Millionen gekommen, was 400.000 Euro unter dem vom Jahr davor liegt. Und als Beispiel haben wir mal rausgenommen die Trikotverkaufszahlen. Sie sehen, wie die dann auch vom ersten Jahr Bundesliga dann sukzessive und ein bisschen abnehmen. Im zweiten Jahr Bundesliga und wo wir jetzt im Moment gerade in der Saison 12-13 stehen. Parallel dazu nimmt leider auch das Fritz-Walter-Trikot ein bisschen ab, was Fritz ja eben auch angedeutet hat, was wir ja immer wieder zur Unterstützung des Museums, FCK-Museums, bräuchten. Von daher gesehen, was hat die Merchandising-Abteilung noch alles so durchgeführt oder was hat sie noch geplant? Ja, an erster Stelle war wieder unser Fanartikelkatalog, der mit 26.500 Auflage die unsere ganzen Fanartikel vorstellt, auch wieder sehr gut angenommen wurde. Wir haben im Moment in der Planung eine exklusive Mitgliederkollektion, die also logischerweise dann unseren Mitgliedern zum Kauf vorenthalten wird. Wir haben verschiedene Angebote und Aktionen, die Sie sich bei den Heimspielen schon kennen. Der Adventskalender ist mit 24 Aktionen und einem Gewinnspiel versehen. Und eine Neuerung in dieser Saison konnten wir mit unserem Partner MAN endlich dann auch realisieren. Wir haben jetzt ein eigenes Fanmobil, was teilweise in den Vorbereitungsspielen und auch bei den Auswärtsspielen in Aalen, in Köln und Frankfurt vor Ort war, beziehungsweise dann auch hier zu Hause beim Heimspiel die Situation im Fanshop ein bisschen entlastet. Daher gesehen ist das sicherlich ein Projekt, was aus unserer Sicht sehr gut gelungen ist. Und, in der Merchandising-Abteilung, Sie wissen auch, das sind die, die vorne dann den direkten Kontakt zu den Fans haben, wo man auch den ersten Frust ablässt dann im Fanshop oder wenn man was holen möchte oder die auch die erste Kritik abkriegen. Man muss sagen, wenn man die Zahlen sieht, wenn man sieht, was wir an Aktionen weiter geplant haben, dann ein ganz großes Dankeschön an unsere Merchandising-Abteilung. Sie wissen auch, dass unser Merchandising-Leiter jetzt Bräunig auf eigenen Wunsch zum VfB Stuttgart gewechselt ist und wir haben ab dem 1.10. Mirko Freudenthaler an dieser Stelle. Und von daher gesehen nochmal danke, dass ihr an der vordersten Front dann doch so gute Ergebnisse erzielt. Wir haben den Adventskalender und den Fanartikelkatalog eben schon mal erwähnt. Dann fällt auch der Übergang zur Presseöffentlichkeitsabteilung nicht so schwer, weil die in erster Linie für die Planung und Organisation dieser Sachen zuständig sind. Wir fangen dort an in dem noch nicht ganz so alten Bereich der Stadionführungen. Hier haben wir eigentlich auch eine sehr interessante Entwicklung, die vielleicht auch damit zusammenhängt, dass unser Stadion Stück für Stück von uns weiter ausgebaut wurde, beziehungsweise dass da dieser Netzhammer sich jemand professionell darum kümmert. Wir hatten also in der Saison, als wir das erste Mal gestartet sind, in der ersten Saison, hatten wir jetzt Stadionführungen von 125, die Sie sehen, die sich entwickelt haben und selbst in der letzten Saison sich nochmal gesteigert haben und haben dann praktisch fast 14.000 Leute bei uns begrüßen dürfen, die sich dann den Film anschauen, wie es noch in der
Lizenzspielerabteilung aussieht. Und ansonsten haben Sie ja mitbekommen, bei den ganzen Hospitality-Räumen gibt es relativ viel hier zu schauen. Und die Führer sind dann auch so gut geworden mittlerweile, dass es sehr unterhaltsam ist. Wir haben in der Presse- und Medienabteilung haben wir natürlich unsere Online-Medien. Sie sehen diese ganzen Medienabteilungen hinter mir. Zu erwähnen ist, dass wir bei Facebook von 80 auf 100.000 User gestiegen sind. FCK.de hat sich ein bisschen verschlechtert. Das liegt aber daran, weil auf der anderen Seite FCK.de mobil nach vorne gekommen ist. Alle für die, die so sind wie meine Mutter zum Beispiel, die es nicht ganz genau wissen, das ist, weil man dann auf dem Handy oder mit zunehmender Anzahl von Handys die Webseite auf dem Handy abrufen kann. FCKTV.de hat dementsprechend die Abonnenten, wie sie hier aufgeführt haben, hier können wir das Ganze natürlich ein bisschen aufmuntern durch die Übertragung der Pressekonferenz oder durch exklusive Spielerinterviews. YouTube und Twitter konnten von den Aufrufen und Followern her auch gesteigert werden. Und dann sind wir bei den Printmedien anbelangt. Wie Sie hier sehen, haben wir einmal die Sonderbeilage in der Rheinpfalz haben wir umgesetzt. Und ich sage das deswegen, weil das ja vorher ausgegliedert war und wir jetzt in unserer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, also angefangen von der Organisation, über die Planung, über die Inhalte, über das Layout, alles selbst machen. Also die Sonderbeilage, die war bei 242.000 Stück, die dann auch in die Haushalte über die Rheinpfalz vertrieben wurden. Wir haben 4 Ausgaben, wie Sie ja wissen, des Mitgliedermagazins in Teufels Namen. Auch hier ist die Auflage 12.500. Wir haben dann mit den Spielern zusammen, 16 Ausgaben vom Stadionmagazin haben wir noch, auch jeweils in einer Auflage von 12.500. Und vorhin habe ich einen Fehler gemacht bei Mitgliedermagazin, die natürlich logischerweise knapp über 18.000 sein, damit auch jedes Mitglied eins erhält. Dann, auch um uns interessant zu machen, Sie wissen auch, dass manche Porträts oder manche Storys nur dann übernommen werden, erstens, wenn sie kein Geld kosten oder wenn sie originell gemacht sind, ist ja auch bei der Presseabteilung, sind die Ideen hinterlegt, wie man wieder zeigen kann, dass der erste FC Kaiserslautern und die Region, Sehenswürdigkeiten und so weiter aus der Region, wie die zusammenwachsen. Das sehen Sie ja nur noch Porträts mit den Spielern. Wir haben zum einen mit Alushi haben wir mit einem Fallschirmsprung in der Vorderpfalz ein Porträt durchgeführt. Er wollte das sicherlich dann noch alles von oben sehen, so vor seinem Kreuzbandriss. Wir sind dann mit Mo Idrisou zu den Red Devils, zu Rolling Devils, zu unseren Rollstuhl-Basketball-Fahrern, Spielern. Und wie man sieht, hat sich auch dort gut geschlagen. Julian Derstroff war im Technikmuseum in Speyer. Alexander Bugera an der historischen Stadtmauer in Freinsheim, Pierre de Witt, Kloster Hornbach in der Westpfalz, Tobi Sippel am Kasimir Schloss in Kaiserslautern und hat sich da mal die unterirdischen Gänge angeschaut. Man weiß, was man sie braucht. Ariel Mauricio war auf der Burg in Trifels bei Anweiler und Jan Schimonek mit dem ehemaligen historischen Museum in der Pfalz in Speyer. Hier ist es so, dass wir als Ziele natürlich gerne den Vertrieb vom Stadion, vom Mitgliedermagazin wieder gerne in den Kiosken oder den Zeitschriftenhandel reinbringen würden. Das ist also das, was die Presseabteilung sich für die nächste Zeit vorgenommen hat. Der Übergang dann zu den öffentlichen Auftritten oder auch unserem sozialen Engagement fällt auch leicht, weil die Presseabteilung logischerweise die Spieler meistens begleitet. Wir haben hier ja schon vor Jahren, wie Sie wissen, unser soziales Engagement gebündelt zu diesen 6 verschiedenen Einrichtungen, zu denen wir unsere ganzen sozialen Spenden oder auch unsere Einnahmen weiterleiten. Die Betze-Engel ist das überschrieben. Wir haben als Ersatz von Martin Hannedick konnten wir Alexander Baumjohann für 9 Paten für Mama und Papa hat Krebs gewinnen. Wir haben natürlich, wie eben schon erwähnt, unseren Ex-FCK-Präsident und in so vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten einfach nur von mir Gutmensch genannt. Norbert Thien ist im Vorsitzenden vom Projekt Altarm und Allein. Wir haben den Nothilfefonds der Stadt Kaiserslautern. Wir haben Pierre de Witt dafür begeistern können, für das SOS-Kinderdorf Eisenberg einzutreten. Wir haben dann Florian Dick, der die Lebenshilfe Bad Dürkheim unterstützt. Und unser Teammanager Roger Lutz ist in engem Kontakt.
Kontakt mit den ebenfalls Werkstätten. Weiterhin, das wissen Sie auch, nur zur Vollständigkeit halber, haben auch wieder alle Erstklässler besucht, waren uns wieder in den Schulen mit unserem Betsy, wie Sie sehen konnten, also alle 21 Grundschulen in Kaiserslautern haben wir besucht und haben dort ca. 780 Kinder plus Lehrer haben wir dort besucht. Alle Viertklässler wurden natürlich wieder zu einem Spiel eingeladen und so geht es dann weiter und weiter. Ich erzähle es nur so ein bisschen der Vollständigkeit halber. Bei den städtischen Events waren wir beim Altstadtfest. Wir waren dann natürlich auch bei der Kerwe auf dem Weihnachtsmarkt und so weiter. Highlight ist immer die Erstsemesterbegrüßung von der Technischen Universität und der Fachhochschule Kaiserslautern, die oft hier bei uns stattfindet, hier in der Nordhalle, wo wir versuchen, die Studenten dann schon mal gleich auf uns einzunorden, dass sie entweder bei uns einen Aushilfsjob kriegen oder dann auch wissen, wo sie in der Freizeit hingehen. Erwähnenswert ist sicherlich auch die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, wo wir mit dem Doppelpass zum Arbeitsplatz jetzt auch schon zum dritten oder vierten Mal die Ausbildungsmesse hier ausführen. Und wir hatten zum ersten Mal im Sommer dieses Jahr von unserem Sponsor oder Partner, den Pfalzwerken, hier ihren 100-jährigen Geburtstag und dementsprechend ein Konzert. Das war also von daher gesehen ganz gut. Wir haben mit den Spielern, wie Sie hier sehen können, ungefähr 140 Veranstaltungen besucht. Darunter natürlich unser Stadionfest Ostmark, was Sie alles kennen. Wir haben aber dann, gerade jetzt am 17.11., nochmal die Fanregionenbesuche durchgeführt, wo dann in den ganzen Fanregionen über 1000 Fans vor Ort waren. Und wir haben unsere Rollstuhl-Autogrammstunde wieder durchgeführt hier. Und es waren wieder über 200 gehandicapte Fans dabei, wo man dann auch sagen muss, dass alle Karten in der Südtribüne für unsere gehandicapten Fans immer ausverkauft sind und auch die Plätze für die sehbehinderten Fans sich einer unwahrscheinlich regen Absatz darstellen. Zu dem immer wieder lächelnden und Sympathieträger des FCK, unserem Betsy, der hat auch wieder über 130 Einsätze gehabt. Sie sehen, wofür er überall gebraucht wird. Er ist natürlich der Chef der Teufelsbande oder das Maskottchen der Teufelsbande. Da haben wir gar keinen Rückgang, da haben wir konstant 810 Mitglieder, die auch nach wie vor bei uns bleiben, beziehungsweise sogar leicht wieder in den letzten Wochen wieder die Mitgliederzahl erhöht werden konnten. Als Paten sind Roger Lutz und Matthias Abel zuständig. Sie wissen auch, dass wir in erster Linie ein paar Kinder betreuen, während unser Spiel läuft, beziehungsweise es gab da mittlerweile tolle Aktionen mit meinem Dynamikum, ein paar Auswärtsspiele, wo wir dann mit dem Kinderclub mehr Fans zu dem Zeitpunkt im Stadion waren als die einheimischen Fans. Ich glaube, das war das Spiel in Hoffenheim. Und wir haben dann flutlich noch besucht mit Betsy und haben auch da schon mit den sozialen Projekten ein bisschen angefangen. Sie basteln Weihnachtskugeln, die werden verkauft und der Erlös kommt einer guten Sache zugute. Und sie haben auch mitgeholfen bei der Geschichte Rassismus beim FCK hat keinen Platz, wie Sie hier sehen, als es damals die antisemitischen Rufe gab. Jetzt haben wir schon einiges erzählt, was wir alles so gemacht haben. Und ich habe im letzten Jahr Ihnen auch viel erzählt über die Kampagnen. Als ich so überlegt habe, was ich Ihnen alles so erzähle heute Abend, habe ich mir, als ich es gelesen habe, gedacht, wer erinnert sich eigentlich noch an Kampagnen vom letzten Jahr? Weil wir waren ja in einer wirklich schwierigen Phase. Wir haben ja gemerkt, so zur Winterpause, es läuft nicht so, wie wir es uns vorstellen. Wir haben Spieler transferiert, wir haben später dann auch den Trainer noch ausgetauscht. Wir haben dann versucht, mit verschiedenen Aktionen das Unvermeidliche noch irgendwie zu verhindern. Dazu gehört, und ich erzähle es einfach nur mal, weil man dann auch so Sachen dann vergisst, eine Ticketaktion der Mannschaft, wo sie selber Tickets verkauft haben. Wir haben natürlich nach der Schmach und dem 0:4 in Mainz dann angefangen, hat die Mannschaft Tickets unterstützt aus ihrer eigenen Tasche, sodass wir 11.000 Tickets für 10 Euro bezahlen konnten. Es gab eine Merchandising-Aktion, wo man bei Karten im Wert von 90 Euro dann auch noch Fanartikel bekam und so weiter und so weiter. Also wir haben vieles gemacht. Eins möchte ich gerne noch herausheben, weil es gab die Aktion 40.000 plus. Das war natürlich Allgäuer Latschenkiefer, Lotto und die Pfalzwerke waren diejenigen, die pro Zuschauer über den 40.000, pro Zuschauer 1 Euro mit gespendet haben. Und so sind 16.500
Euro zusammengekommen. Wir haben dann, Datschenkiefer hat ein Heimspiel gegen Schalke auf die ganzen Banden verzichtet. Wir haben alles gebrandet mit gemeinsam für den 1. FC Kaiserslautern. Wir haben Flagge für den FCK-Kampagne ausgerufen. Wir waren in Einzelhandelsgeschäften. Wir haben bei den Auswärtsspielen die Fans versucht, noch mit Lunchpaketen zu unterstützen. Und letztendlich muss man sagen, es hat alles nicht zum gewünschten Erfolg geführt. An der Stelle wollte ich das nur deswegen aufzeigen, um auch zu zeigen, dass wir auf der Seite, dass auch unsere Mitarbeiter, auch in Zusammenarbeit mit den Fans, dass wir da echt alles versucht haben, noch ein bisschen was zu verhindern, was am Ende leider nicht zu verhindern war. Da bin ich gleich bei den Fans.